Meine Damen, meine Herren, ich begrüße Sie hier zu einer weiteren rätselhaften und spannenden Runde mit dem wunderbaren Click-and-Point-Adventure Unforeseen Incident. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich ein sehr, sehr dickes Dankeschön für die Likes und Bewertungen. Im letzten Video lasst uns loslegen. Wir haben einiges zu tun. Wir gehen jetzt erstmal wieder... wir gehen gar nicht zurück zum Dock. Wir gehen erstmal in die Bar runter und treffen uns mit Ursula. Hallibel, ne? Die gute Hallibel, das ist hier ihr Pseudonym. Auf. Da ist sie. Hallo? Sind Sie Halliwell? Ich heiße Harper Pendrell. Du hast eine Nachricht für mich? Erstmal will ich wissen, was hier vor sich geht. Vor wem verstecken Sie sich? Die Nachricht, oder das war's hier. Hier, bitte. Wie bist du daran gekommen? Puh, keine schöne Geschichte. Mir ist diese Frau begegnet. Sie, naja... Ich glaube, sie war mit dem Fieber infiziert. Sie war zu krank, um weiterzulaufen. Verdammt, Patty. Erzähl mir die ganze Geschichte. Okay, ich mach gleich weiter. Aber ich will jetzt noch mal ganz kurz anmerken. Seht ihr, wie gut die eigentlich zusammenpassen? Also ich gehe jede Wette ein, dass die gute Ursula, a.k.a. Hallibel, der Love Interest wird vom guten Harper. Möchte ich nur mal erwähnt haben, alles klar. Ich habe den RHC-Notruf gewählt. Bevor sie holten, bat sie mich, ihnen diesen Umschlag zu bringen. Wie kommt's, dass die RHC-Leute dich nicht auch mitgenommen haben? Ich bin, weggelaufen. Du bist weggelaufen? Im Ernst? Was, wenn du dich angesteckt hast? Keine Sorge. Ich habe mich testen lassen. Mir geht's gut. Ich war seit Jahren nicht krank. Mein Immunsystem verteidigt mich wie ein Ninja. Also können Sie bitte mit dieser Geheimagentennummer aufhören und endlich mit mir reden? Ich vertraue dir nicht, Pendrell. Krass, oder? Ja, wirklich. Die passen so gut zusammen. Guckt euch mal allein nur den Kleidungsstil an. Die Schuhe, die Hose. Selbst das Oberteil hat die gleiche Farbe wie bei ihr. Sie haben die gleiche Haarfarbe. Sie hat Augenringe, er hat Augenringe. Harper, dir steht eine wunderschöne Zeit bevor. Mit deinem Gegenstück. Setz dich mal zu ihr. Niemals werde ich mich in diesen Sessel setzen. Nicht nach dem Leroy darauf. Naja. Okay, alles klar. Naja, dann bleib halt stehen. Und? Was steht drin? Schwer zu sagen. Scheint verschlüsselt zu sein. Irgendein Code oder eine Formel. Hier stehen Nummern. Und wellenartige Symbole. Was soll dieser 3-Fragezeichen-Blödsinn, Patty? Ich glaube nicht, dass das ein Code ist. Das sind elektronische Symbole. Scheint irgendwas mit Radiofrequenzen zu tun zu haben. Was ist los? Bist du jetzt Rundfunktechniker? Ich bin einfach nur ein neugieriger Bastler. Ich spiele auch ganz gern mit Radiozeugs rum. Wie dem auch sei, ich brauche deine Hilfe nicht, Bastler. Oh, na, aber ist normal. Bei einer Frau wie Hallibel, genau, sie muss erstmal den Schutzschild hochfahren. Denn, naja, sie ist eine attraktive junge Frau. Und möchte halt auch nicht den Eindruck vermitteln, dass sie leicht zu haben wäre. Wir gönnen's ihr. Ich glaube schon, dass sie meine Hilfe bei der Nachricht brauchen. War doch richtig. Wissen Sie, ich habe jede Menge Elektronikkram zu Hause. Lassen Sie mich einen Blick auf die Nachricht werfen? Woher soll ich wissen, dass ich dir vertrauen kann? Sie können mir vertrauen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Und um jemanden zu hintergehen, bin ich zu blöd. Aber mit Elektronik kenne ich mich ganz gut aus und... Und ich habe das Gefühl, ich bin es dieser Frau schuldig. Na gut, aber schreib's dir ab. Schon fertig. Ich gehe mal ganz stark davon aus, ohne dass ich mir auch den Zettel nur angeguckt habe, dass das irgendwas mit dem Funkgerät bei uns zu Hause zu tun hat.
Vielleicht kriegen wir dann die Frequenz rein. Eine Frequenz, einen Hilferuf oder eine geheime Funkübertragung oder dergleichen. Halliwell, Halliwell. Sollte ich mir das aufschreiben? Mit meinem schwachen Namensgedächtnis? Ich glaube schon. Ich glaube schon, ich mache das jetzt einfach mal. Das wäre mir sonst unangenehm. Das wäre mir sonst unangenehm. Mal gucken, vielleicht hat sie noch irgendwas, was sie mit uns bereden möchte. Hey. Hey. So, wer war die infizierte Frau? Wer war diese infizierte Frau? Eine gute Reporterin gibt niemals ihre Quellen preis. Aber ich weiß doch schon, wer sie ist. Ich weiß bloß nicht, wer sie ist. Lass mich wissen, wie du damit so vorankommst. Warum sind Sie in Yelltown? Warum sind Sie in Yelltown? Ich recherchiere für einen Artikel. Über das Fieber, stimmt's? Ja, aber es ist kompliziert. Du hältst dich da besser raus. Warum benutzen Sie einen falschen Namen? Und was sollte dieser ganze Ornithologie-Unsinn? Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Yelltown ist zurzeit kein sicherer Ort. Was Sie nicht sagen. Ah ja, naja, gut. Wissen Sie, wo das RHC, Leo, konzentriere dich. Fokussiere dich auf die Zungenbewegung RHC-Behandlungscamp ist. Wissen Sie, wo das RHC-Behandlungscamp ist? Wissen Sie, wo das RHC-Behandlungscamp ist? Schon möglich, dass ich das im Rahmen meiner Recherchen herausgefunden habe. Wieso? Ich muss es finden. Es ist wichtig. Ein Bekannter, er ist Wissenschaftler, versucht ein Mittel gegen das Yelltown-Fieber zu finden. Vertraust du ihm? Auf jeden Fall. Ich kenne ihn schon mein ganzes Leben. Hm. Also, wissen Sie, wo das RHC-Camp ist? Also, wissen Sie, wo das RHC-Camp ist? Pass auf. Ich könnte dir eventuell weiterhelfen. Aber zuerst muss ich diese Nachricht verstehen. Also, sagen Sie mir, wo es ist, wenn ich Ihnen helfe, die Nachricht zu dekodieren? Hm. Das sehen wir dann. Und so führt eins zum anderen. Eins zum anderen. Wir entschlüsseln die Nachricht. Sie hilft uns, das RHC-Camp zu finden. Sehr schön. Ich schaue mir die Nachricht mal genauer an. Ich schaue mir diese Nachricht mal genauer an. Okay, danke, dass du sie mir gebracht hast. Nicht der Rede wert. Warte mal. Ja, ist in Ordnung. Okay, guck dir den Zettel an. Ich wusste es. Ich wusste es. Das ist eine Frequenz und das ist ein Wellengang. Sehr schön. Vielleicht wird auch irgendwie ein Datenpaket über Funk übertragen. Kann ja alles sein. Hey. So, okay. Bis später. Okay. Ich wollte sie nochmal haben. Aus Thumbnail-Gründen. Wollte sie nochmal schön zusammen haben. Super atmosphärisch. Und das ist so ein mega entspanntes Spiel, Leute. Ich stehe voll auf dieses Spiel. Oder generell zurzeit auf sehr entspannte Spiele. Könnte an mir liegen, aber kann auch an dem heißen Wetter liegen. Mein lieber Scholli, wieder 32 Grad heute. Ich habe so ein Glück, dass meine Wasserkühlung dieses Jahr mitspielt. Toi, toi, toi. Letztes Jahr ist um die gleiche Zeit, wo ich noch sehr viel gestreamt habe. Jeden Abend gerührt. Und geröchelt. War einfach zu viel. So. So, ab zum Funkgerät. Können wir auf den Zettel gucken, wenn wir das Interface von dem Funkgerät geöffnet haben? Ja, wir können. Okay, wir haben 1492,4. Das funktioniert ja nur auf AM, diese Frequenz. 1400. Hier irgendwo, ne? 492. Und schlag mich tot. Wird das irgendwo angezeigt? Genau? Nee. Das muss es aber auch nicht sein. Aber ich tippe mal darauf, dass es das ist. So, dann haben wir hier Amplitude, Schrägstrich, Wellengang, was auch immer. 87,17. Und 106 Grad. So, wir haben drei Zeilen und hier drei Einstellmöglichkeiten. Ich glaube, das steht in irgendeinem Verhältnis zueinander. Okay. 87, 17 und 106. 87. 87. Oh, oh, da kommt was.
87, 17, was für ein Zufall. Und 106 war das, ne? 106. Na, den einen, den musst du mir noch gönnen. Den einen gönnst du mir noch. Sehr schön. So. Ach, 1862,47. 1862. Ich schreibe mir das mal eben auf. Dann brauchen wir nicht ständig in den Zettel reingucken. 62,47. Und die 66 als Gradzahl und 289. 289,88 mit 70 Grad. Was ist das für ein Zeichen? Durchschnitt? Durchmesser? Nein, Quatsch. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Sollte ich kennen. Als Automatisierungs- und Computertechniker, aber ich kenne es wirklich nicht. Das sieht ja aus wie ein Oszilloskop. Whatever. Okay, ja, weil wir hier nur Tausenderzahlen eintippen können, oder? Nur hier? Oder können wir auch hier drüben irgendwas mit 1000 eingeben? Nee, können wir nicht. Oder? Doch, können wir auch. Nee, bei 1000 ist Schluss. Das heißt, wir müssen die Tausenderziffer, die 1862, hier eingeben. 1862, komm schon. 47, 66 Grad. Na komm schon. Komm schon, so, sehr schön. Und hier stellen wir ein 289. 289. 88. Und 70 Grad. Bitte 70. Okay. Haben wir gemacht. Ist aber noch nicht alles da. Schade. Aber es wird schon so sein. Es wird schon so sein. Wir sind jetzt hier gar nicht so schlecht. Wir müssen jetzt nur noch hier ein bisschen mit... Irgendwas hat hier gerade gepiept. Hoffentlich nichts Wichtiges. Hoffentlich nichts Wichtiges. Hier müssen wir es einstellen. Wir müssen jetzt hier einen Radiosender suchen. Manuell. Einmal alles abscannen. So, AM nichts. Was ist mit FM? Warte mal, stimmt, hier war irgendwas mit 1400, ne? Das muss ja dann AM bleiben. 1492, gut, das muss AM sein. So, 8717 kann ich nicht zufällig hier unten einstellen. Nein, ist nicht drin. 289. 88. 66. Nein, Quatsch, hier 70. Oh, oh. Hier war 70. Jetzt stimmt aber alles. Jetzt stimmt alles. Ja. Und hier 1492. Müssen wir vielleicht noch irgendwas aktivieren oder so? Fehlt hier ein Stecker eventuell? Demodulator IP3012. Hört sich wichtig an, aber ist jetzt erstmal unwichtig für uns. Oder müssen wir hier die Amplitude hier aufeinander abstimmen? Kann das sein? Ja, das kann wirklich sein. Nein, nie im Leben. Vielleicht müssen wir uns wirklich hier nach den Schwingungen ausrichten. Dass wir die Wellen ausgleichen. Auf die große eventuell? Nee, die verändert sich gar nicht. Thank you.
Aber das ist doch kein Zufall. Das ist doch kein Zufall, dass die Zahlen genau da einrastern. Genau da einrastern. Da. Genau auf wirklich auf die Kommastelle genau da einrastern, wo es der Zettel hergibt. Das ist doch kein Zufall. Und wenn ich jetzt einfach mal kurz weggehe, passiert dann was? Hey, was ist das? Wow. Phase 1. Das war fast Zufall. Hölle? Das war wirklich fast Zufall. Yelltown-Einheit. Yelltown? 5. August, Arbutus Hill-Einheit. Was ist das? Feldstudie Phase 3, 11. August. Ich hole Halliwell lieber her. Oh, du willst ihn in deine und? Bude holen. Was halten Sie hat davon? Er schon. Sehr interessant. Gut gemacht, Harper. Ich bin schon über eine Menge Sender gestolpert, aber noch nie über sowas. Das Datum zu Yelltown, das ist heute. Das ist ein bisschen beängstigend, oder? Absolut. Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, das bedeutet, dass heute Abend hier irgendetwas passiert. Aber was? Genau das würde ich gerne herausfinden. So, hat es was mit der infizierten Frau zu tun? Hat es etwas mit der infizierten Frau zu tun? Naja, das hier ist die Nachricht, die sie mir überbringen wollte. Hat es was mit dem Fieber zu tun? Irgendeine Art Quarantäne oder so? Ich weiß es nicht. Danke für deine Hilfe, Harper. Vielleicht wird Yelltown... Ich weiß das zu schätzen, wirklich. Ich bin übrigens Jane. Danke. Ich Jane? Bin Harper. Ja, das weiß ich. Ach ja. Also, wirst du mir nun verraten, wo das RHC-Lager ist? Ich sag dir was, Harper. Ich werde dir zeigen, wo das Camp ist. Perfekt. Aber ich komme mit. Was? Warum? Du hast vor, in das Camp einzubrechen, oder? Nein, niemals, auf keinen Fall. Sie hat uns durchschaut. Ja, der hat uns durchschaut. Der siebte Sinn einer Frau. Auf keinen Fall. Okay. Naja, solltest du planen, dich dort hineinzuschleichen, könntest du ein paar Fotos für meinen Artikel machen. Super Idee. Das wird die Sache für die Polizei bei meiner Festnahme vereinfachen. Hey, wenn du wissen willst, wo das Camp ist... Okay, wir machen es so. Aber keine Fotos von mir. Wunderbar. Wann brechen wir auf? Wir sind soweit. Gehen wir. Wer weiß, vielleicht, vielleicht wird Yelltown abgesperrt oder so, unter Quarantäne gestellt. Warum auch immer, nur so eine Theorie jetzt gerade. Git, ich hasse diesen Anzug. Ich würde sagen, der Anzug ist gerade das geringste Problem, Harper. Dieser Funkspruch, meine Güte. Was hat das wohl zu bedeuten, Professor? Ich denke, es bedeutet, dass wir uns beeilen müssen. Hier. Nimm diese Spritze und hol eine Blutprobe, genau wie ich es dir gezeigt habe. Okay. Also wie damals, als ich meiner Mutter diese Injektionen geben musste. Nur andersrum. Genau. Okay, jetzt haben wir am Rande so ein bisschen erfahren, was über seine Mutter. Wer weiß, warum er ihr diese Injektion geben musste. Ziehen wir das wirklich durch? Ziehen wir das wirklich durch? Mach dir keine Sorgen, Harper. Deine Verkleidung ist wirklich überzeugend. Das ist vielleicht unsere einzige Gelegenheit, eine Blutprobe dieser armen Frau zu bekommen. Verhalte dich einfach so, als wüsstest du genau, was du tust. Geh rein, hol die Probe, komm wieder raus. Professor McBride, denken Sie, Patty, denken Sie, sie könnte noch leben? Naja. Finden wir es raus. So, sehr schön. Da geht's rein dann. Ins RHC-Camp. Ins Quarantäne-Camp, in das Behandlungs-Camp. Und ich bin ja mal sehr gespannt, ob wir nicht eventuell die infizierte Frau, die Quelle von Jane, a.k.a. Ursula, a.k.a. Halliwell, vielleicht dort lebend wieder treffen werden. Wer weiß, wenn es der Zufall so möchte. Aber, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Leute, mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitnehmen können. Ansonsten freue ich mich natürlich darauf, euch in der nächsten Folge wiederzusehen, wiederschauen, reingehauen. Euer Leo, bis dann, ciao.